Vielen Dank. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ein wenig aufgeregt. Und zwar hat das einen ganz einfachen Hintergrund. Ich bin, wie gesagt, gelernter Schriftsetzer, habe selber Artdirektion im Robert Verlag gemacht und das Zeitmagazin gestaltet. Und ich weiß natürlich, dass Sie bestimmte Vorlieben haben, bestimmte Interessen haben. Und ich habe mich aber im Laufe meines Lebens aus dieser Branche eigentlich rausentwickelt und bin Trendforscher geworden. Und ich weiß natürlich, dass der Begriff Trendforscher, obwohl es ihn seit 20 Jahren auch in Deutschland gibt, sehr schillernd aufgenommen wird. Und ich habe mir vorgenommen, heute Abend so eine Art kleines Experiment zu machen, nämlich beide Welten zusammenzubringen, also so eine Art Ligatur, auch wenn ich mein Referat etwas anders nennen möchte. Denn das, was mich im Moment beschäftigt, dass nicht unsere Berufe nur im Umbruch sind, unsere Gesellschaft im Umbruch ist, sondern unsere Aufgabe als Gestalter tatsächlich sich verändert. Und das, was wir alle gut können, was wir auch gerade gesehen haben, ist nämlich ästhetische Angebote zu machen, die letzten Endes Gefühle unterstützen, Gefühle zurückbringen, Gefühle überhaupt möglich machen. Das ist, glaube ich, die Welt der analogen Dinge. Wir gehen aber in eine Welt, wir sind eigentlich in einer Welt, wo Vertrauen ein ganz, ganz wichtiger Ansatz ist, um Gestaltung zu verstehen, Gestaltung zu machen. Und hier kommt eben meine Arbeit als Trendforscher ins Spiel. Der Werteindex ist ein Versuch, Social Media Analysen zu machen, und ich hatte eben dieses Bild eben schon gezeigt, die dahin zielt, aufzuzeigen, welche Werte sich in der Gesellschaft innerhalb von 2-3 Jahren verändert haben. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, auf der einen Seite haben wir eine Technologie, die sehr jung ist, nämlich Social Media, die Möglichkeit zu interpretieren, wie Leute miteinander reden, was sie unter welchen Begriffen verstehen, ist mathematisch über Algorithmen noch nicht so perfekt, wie man sich das wünscht. Auf der anderen Seite haben wir eine Wirtschaftskrise seit 2008, die unser täglich Leben, unsere Arbeit deutlich verändert. Wenn wir uns vorstellen, dass wir einen Wertewandel haben, der in Richtung Gemeinschaft geht, und das war ja eben schon das Stichwort, dann muss man sich natürlich auch vorstellen, dass viele in meinem Alter etwas ganz anderes vorhatten, als Gemeinschaften zu gründen, sondern sie haben versucht, die Gesellschaft zu verändern, jedenfalls Teile von ihnen, und die Idee, dass man als Einzelkämpfer Individualismus beansprucht hat, dass man sich zwar verbündet hat in großen, sagen wir, Organisationen, das ist heute ganz anders zu verstehen, die Idee, dass man Freiheit zum Beispiel als Möglichkeit gesucht hat, tatsächlich aus Institutionen, aus Abhängigkeiten sich zu befreien, das ist heute ganz anders. Man versucht sozusagen Abhängigkeiten wieder freiwillig einzugehen und sich Abhängigkeiten zu wählen, die man miteinander kombiniert. Die Idee, dass man entweder verzichtet hat oder aber, dass man eben ins Ornament geflüchtet ist, geht eigentlich eher in eine Richtung, dass man das Richtige zur richtigen Zeit machen möchte, und die Idee, dass man individuellen Reichtum nach vorne gestellt hat, geht eher in die Richtung sozialen Reichtum. Radikalismus, denken Sie an die politischen Bewegungen, geht in Pragmatismus, und hier würde ich sozusagen die Trennung zwischen den Generationen ziehen, auch wenn man den Generationsbegriff vielleicht nicht so ernst nehmen sollte, wie er ursprünglich mal gedacht war. Schauen wir jetzt mal in die Typografie, gucken Sie in eine aktuelle Veranstaltung, dann sehen Sie etwas, was in meinen Augen ganz fremd aussieht, was in Ihren Augen vielleicht außerordentlich vertraut ist, nämlich der Umgang mit Typografie, die erstmal sehr profan aussieht, die plötzlich kombiniert wird mit einer, ich male mir mein Bild, Welt nach Nummern, und das Ganze sozusagen auch noch unter dem Stichwort typografischer Experimente zu sehen ist. Wir denken nochmal an Brody, wir denken an David Carson. Wenn wir dies hier sehen, sind wir erstmal überrascht, jedenfalls aus meiner Brille als Gestalter. Und ich glaube, das lohnt sich,
anzuschauen, gerade in so einem Kreis, was passiert eigentlich im Moment in der Typografie unter dem Aspekt, dass sich unsere Gesellschaft, dass sich unsere technischen Arbeitsmöglichkeiten verändern. Und wenn Sie dieses Plakat nochmal in Erinnerung rufen, dann ging es eigentlich darum, dass man spielt, dass man die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit aufhebt. Und das ist genau etwas, was Sie auch statistisch sehen können, die klassische Trennung auf der einen Seite Arbeitswelt, auf der anderen Seite Freizeit ist für Menschen bis 20 Jahren nicht mehr so prägend, wie es früher mal war. Der Begriff dafür ist Eigenzeit. Wenn Sie sehen, 20- bis 29-Jährige haben 52% ihres Tagesablaufs nicht mehr strukturiert, dann wissen Sie, hier ist es anders als früher. Man geht zur Arbeit und dann macht man sein Hobby. Und dann muss man in die jüngeren Jahrgänge gucken, die ganz anders aufwachsen als viele von Ihnen oder auch ich aufgewachsen sind, die plötzlich in zwei Realitäten leben, nämlich in der realen, biologischen, haptischen Realität und in der virtuellen Realität. Und man muss erkennen, dass diese, die jetzt zur Schule gehen, zu 65% Berufe ergreifen werden, die es heute noch nicht gibt. Also eine wirklich dramatische Veränderung und eine Veränderung, die man bezeichnen könnte als Wechsel zwischen Industriekultur und einer Netzwerkökonomie. Lassen Sie uns das nochmal ganz simpel runterbrechen in eine Branche, die der unseren durchaus sehr vertraut ist, nämlich der Bildproduktion. Erinnern Sie noch eine Firma, die Kodak heißt, eine Firma, die Agfa hieß oder vielleicht Orwo hieß. Diese Firmen sind alle insolvent gegangen. Es gibt keine Firma mehr, die kapitalkräftig genug ist, diese alten Techniken anzuwenden. Sie wissen, dass Sie die Patente kaufen können, die Fabriken kaufen können, die Grundstücke kaufen können. Und wenn Sie überlegen, was ist denn verkauft worden, dann werden Sie relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, wenn Sie im Netz tätig sind. Es ist verkauft worden, die Beziehung, die Kodak hatte, zu Endverbrauchern. Kodak Gallery war das einzige Angebot, was Geld wert war. Und wenn Sie sich überlegen, dass man sich löst von den Produkten, von der Chemie, von allem, was dahinter steckt, um eben Produkte in den Alltag zu bringen, der Konsumenten, dann weiß man, dass plötzlich Kundenbeziehungen der springende Punkt ist für die Unternehmen. Und Sie wissen auch, wenn man früher gesagt hat, gib mir mal das Telefon, ich möchte ein Foto machen, würde man eher sozusagen zu einem Arzt geraten würden, als sozusagen ein Smartphone in die Hand gedrückt kriegen. Also eine Veränderung, eine Vernetzung von Technologien, eine Veränderung in den Branchen aus der analogen Welt in die virtuelle Welt. Und das ist etwas, was natürlich Gestalter beschäftigt, was Gestalter plötzlich zu Formen bringt, die unter dem Aspekt, was wir gerade gesehen haben, nämlich Tradition neu zu interpretieren, geradezu ein Schock sein muss. Skoiomorph, so ist der Arbeitsbegriff für diese Art von Gestaltung. Man nimmt sozusagen Oberflächen, man nimmt Images aus der Industriedesignerwelt und überführt diese in die virtuelle Welt, um die Fremdheit der virtuellen Welt abzubauen und letzten Endes den Prozess, nämlich dass Leute Bücher lesen oder dass sie über das Handy anrufen, möglichst einfach zu gestalten. Und ich glaube, das ist die eine Welt, die uns als Gestalter mittlerweile beschäftigt. Und die andere Welt ist natürlich, was machen wir mit der Tradition, was machen wir mit dem Handwerk, was machen wir mit der Kultur von Schrift und Typografie. Wenn wir uns klar machen, dass die neue virtuelle Welt nicht mehr eine Medienwelt ist, sondern eine Freizeitwelt ist, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, dass hier der Medienbegriff sich total verändert hat und dass natürlich diejenigen, die in diese Medienwelt hineingewachsen sind, definitiv anders damit umgehen als diejenigen, die sich sozusagen dieser Medienwelt erst nähern. 23% der über 65-Jährigen sagen, dass das Internet ein Freizeitangebot ist. Hier ist es noch Medienarbeit. Je jünger sie schauen, desto eher ist es eine Welt, die man betritt, die man nutzt, so wie man früher auf den Spielplatz gegangen ist. Genau diesen Strukturwandel anzugucken, diesen Strukturwandel zu verstehen, das versuchen wir mit diesen Social-Media-Analysen. Und die relativ plakative und einfache Überlegung ist, dass das
was heute Freiheit ist, ganz anders aussieht als früher. Nämlich Freiheit war früher eine Befreiung von den Regeln der Gesellschaft. Heute ist es eine Freiheit zu Gemeinschaften, die einen ähnlichen Wertekonsens haben und etwas, was man aktiv gestalten muss. Schauen Sie sich das nochmal als Schaubild an, relativ trivial. Hierarchie auf der einen Seite, Netzwerk auf der anderen Seite. Ich bin noch aufgewachsen mit klarer Definition von Schriftfamilien, wie man damit umgeht, wie man Abstände macht, wie man Schriften ausgleicht. Das ist heute sozusagen eher ein Glaubensbekenntnis, das ist eher etwas, was man im gemeinschaftlichen Kontext abstimmt. Und dann muss man sich diese Geräte anschauen, die es seit 4 Jahren gibt, die eben gleichzeitig Videos machen, Fotos machen, die selbstverständlich auch Texte übertragen. Dann hat man ein Gefühl dafür, was sich im Moment eigentlich als Dreh- und Angelpunkt herausbildet. Es ist das Zeitmanagement. Also es ist tatsächlich die virtuelle Welt. Wie gehen wir mit dieser knappsten Ressource um, die wir haben, nämlich 24 Stunden am Tag? Und wenn Sie diese beiden Werbefotos miteinander vergleichen, dann ist es halt so, dass jemand gerade seine Doktorarbeit gemacht hat, eventuell sogar selber geschrieben hat, den Vater anruft als Sponsor, sich bedankt und sagt, sie kann leider nicht nach Hause kommen, weil sie eben mit ihrem Freund lieber das Wochenende verbringt. Das ist Zeitmanagement im privaten Bereich. Das ist etwas, was es früher nur im Business gegeben hat. Und ich glaube, das ist etwas, was man als Gestalter genau sehen muss. Wir haben heute keine klassische Trennung mehr zwischen der professionellen Technologie und der privat genutzten Technologie. Und das Interessante ist, wir sind privat viel, viel radikaler, diese neuen Techniken zu nutzen, als in den Unternehmen. Und wenn man sich anschaut, was passiert eigentlich in dieser virtuellen Welt, dann sehen wir, dass plötzlich die Interaktion zwischen Menschen Programme werden. Dieses Beispiel hier von dem Social Graph macht eben den Algorithmus deutlich. Also die Frau, die ihren Vater anruft und gleichzeitig aber einen Kontakt zu anderen Familienmitgliedern hat, ist meinetwegen 1, 2 und 5. Sie hat eine entferntere Freundin, die hat einen weiteren Kontaktrahmen zu 4 und ihre Beziehung von 1 zu 6 ist am weitesten entfernt. Obwohl 6 zu 4 wieder eine ganz enge Beziehung haben, ähnlich wie 4 und 5. Also ein mathematisches Modell von gesellschaftlichen Beziehungen. Und wenn Sie sich anschauen, was kann man damit machen, dann sehen Sie eine statistische Auswertung, zum Beispiel auf Facebook. Wie sehen eigentlich die Freundschaften aus, die deutsche User auf Facebook haben? Und Sie sehen, sie haben als erstes, wie wir auch gerade gesehen haben, zu österreichischen Schriftgestaltern eine sehr enge Beziehung, dann zu Schweizer Schriftgestaltern, dann kommen vielleicht die türkischen Schriftgestalter, die niederländischen und dann die Serben. Diese Art von Informationsverbreitung, von Informationsaufarbeitung ist eine echte und ganz andere Herausforderung als in der Vergangenheit. Und deshalb lassen Sie, bevor wir uns den Werteindex anschauen, nochmal die Definition von Werten anschauen. Auf der einen Seite ist es einfach ein mathematischer Wert einer Information. Und ich habe Ihnen hier ein grafisches Bild mitgebracht von einem sogenannten Shitstorm. Die Möglichkeit herauszukriegen, wenn jemand sich empört hat, zum Beispiel über einen Schlagersänger, wer ist eigentlich der Urheber und mit welchen Kreisen in der Gesellschaft, in der digitalen Gesellschaft, muss ich eigentlich reden, um diesen Shitstorm in irgendeiner Weise einzudämmen. Also eine grafische Oberfläche, die erstmal frei ist von Text, die aber ganz viel erzählt und die als Interface natürlich Interaktion möglich macht, indem man tiefer in die Informationsebenen hineingeht. Dann gibt es den Wert als Orientierung, das, was klassischerweise Institutionen anbieten. Und Sie wissen natürlich, dass genau diese Werte durchaus nicht mehr die Gültigkeit haben wie in der Vergangenheit. Die Idee, dass politische Parteien und Repräsentanten ihre persönliche Interpretation der Orientierung geben, ist durchaus ein Problem. Und dann haben wir natürlich den Wert des Geldes, das, was uns ökonomisch interessiert. Und auch hier sehen wir, dass plötzlich das standardisierte Wertmodell, zum Beispiel das Euro, durchaus etwas ist, was im Moment dabei ist, mehr als Schrammen zu kriegen, also verhandlungswürdig ist. Und Sie sehen, das, was sozusagen die Gesellschaft strukturiert hat, fängt an, in vielen Ebenen sich aufzuweichen
und beruht eben darauf, dass man Leute sucht, die ähnliche Ansichten haben. Sie merken schon, in dem Moment, wo man die Gesellschaft als Netzwerkgesellschaft beschreibt, wird das relativ kompliziert. Und wenn Sie das mal runterbrechen in die Typografie, dann sehen Sie, dass ein Unternehmen wie eBay plötzlich anfängt, ihr Logo, was gelernt ist, was ja noch nicht sehr lange am Markt ist, umzubauen. Und das ist das alte eBay-Logo und das ist das neue eBay-Logo. Und Sie werden zuerst überrascht sein, warum macht eine Firma das? Sie macht es, um Komplexität abzubauen, um Einfachheit herzustellen und sozusagen Signifikanz in der Reaktionszeit zu beschleunigen. Das ist eine andere Betrachtung als Typografie klassischerweise zu sehen, aber wenn Sie nochmal zurückgehen, hier ist sozusagen Atmosphäre drin, Überlagerung drin, hier ist Reduktion drin und letzten Endes eine gewisse Kälte drin. Warum macht eBay das? Und das ist interessant, weil diese Netzwerkwelt sich ja gerade erst entwickelt, gerade mal 20 Jahre alt ist. eBay hat ein Angebot, wenn Sie Ihr Smartphone einschalten, Ihr Tablet-Computer einschalten und sagen, welches Programm Sie sehen in den USA, dann sehen Sie die Product-Placement-Angebote in den Sitcoms, in den Sportfilmen und ähnliches. Und Sie können dann direkt über eBay die Kleider oder die T-Shirts oder was auch immer bestellen. Also eine Verbindung zwischen einer Unterhaltungswelt und einer Einkaufswelt über einen Dienstleister, der letzten Endes Komplexität versucht zu reduzieren und Programme einsetzt, um bisher getrennte Sphären miteinander zu verbinden. Und das macht aus meiner Sicht klar, dass plötzlich Gestaltung eine andere Aufgabe hat, nämlich Vertrauen zu organisieren, Glaubwürdigkeit zu organisieren, Schnelligkeit zu organisieren und der ästhetische Aspekt neu gelesen werden kann. Wenn wir uns das anschauen, sind wir in einem Strukturwandel seit vielen Jahrzehnten, sehr deutlich geworden an diesem Beispiel von Kodak. Das ist die eine Geschichte, eine technische Vernetzung und das wäre mein Ansatz. Wir brauchen gleichzeitig eine kulturelle Vernetzung. Wir brauchen Kooperationen, die ein Handlungsmuster erzeugt, was eben gemeinschaftlich getragen wird. Man kann es als Moral bezeichnen, wobei hier nicht die christliche Moral gemeint ist, sondern Übereinstimmung gemeint ist. Und wenn Sie sich anschauen, dass das interessant ist, sich anzuschauen und zu untersuchen, dann verstehen Sie meine Motivation. 2009 der erste Werteindex, 2012 der zweite Index. Wir können also jetzt vergleichen, was hat sich verändert. Und das ist die Veränderung, die doch relativ spannend ist. Wir hatten das schon, das Position 4, Gemeinschaft von Platz 10 auf Platz 4, das sind 6 unterschiedliche Ranking-Ebenen. Das ist, glaube ich, das Interessante. Das, was früher Gesellschaft war, das, was verbindlich war, das löst sich auf in unterschiedliche Gemeinschaften. Freiheit ist auf Platz 1, Familie ist auf Platz 2. Wenn man jetzt sich anschaut, was ist Freiheit für die Leute, dann versuche ich das nachher ein wenig zu erläutern. Das Interessante ist, 2009 war es der technische und ökonomische Zugang zum Internet. 2012 ist es Autonomie, also die Handlungsfähigkeit, die jeder für sich beansprucht, aus der Situation heraus handlungsfähig zu sein. Familie ist deutlich aufgestiegen, die Idee, soziale Nähe tatsächlich real zu erleben und zu konstruieren. Gesund zu bleiben ist wichtig geworden, Gemeinschaft hatten wir schon. Sicherheit ist relativ gleich geblieben, Erfolg ist abgestürzt und zwar deshalb, weil man materiellen Erfolg nicht mehr alleine als Motivation ansieht, sondern Glück und Geld gehören zusammen. Die Idee, dass man eben versucht, sozusagen das Leben nicht in Teile zu unterteilen, um dann hart zu arbeiten und später vielleicht ein gutes Leben zu haben, sondern man möchte eigentlich alles gleichzeitig haben. Anerkennung ist gestiegen. Also das Feedback, Gerechtigkeit ist gestiegen, Natur ist abgestiegen, das ist hochinteressant, weil die Politik sich aus dem Thema Klimawandel zurückgezogen hat. Sie wissen, Klimawandel heißt heute Energiepreise und es wird sozusagen ganz anders diskutiert. Man rettet sozusagen das Portemonnaie der Bevölkerung, aber nicht mehr die Welt. Im Zweifelsfall rettet man lieber die Banken und genau das spiegelt sich hier nieder. Die Natur wird anders interpretiert als Sinnstifter, aber nicht mehr als ein Problemfeld, was man
sich politisch und gesellschaftlich vorgenommen hat. Einfachheit ist zurückgegangen, das mag vielleicht auch daran liegen, dass man erkennt, dass Einfachheit in komplexen Welten nicht mehr einfach herzustellen ist. Ich habe Ihnen einen einzigen Aspekt rausgegriffen, nämlich das Thema Freiheit. Weil ich glaube, dass Freiheit für Gestalter etwas ist, was außerordentlich spannend ist, wenn Sie noch erinnern sozusagen an die Kombinationslust, die wir hatten in der Zeit der Postmoderne, des Dekonstruktivismus und der ganzen unterschiedlichen Stile, die wir in den letzten Jahren durchgespielt haben, dann ist Freiheit natürlich für Gestalter immer wichtig. Freiheit als Autonomie, das ist das Ergebnis, was in dieser Untersuchung herausgekommen ist. Und hier lohnt es sich nochmal, sich zu erinnern, dass wir in unterschiedlichen Zeiten medial geprägt worden sind. Ich habe Ihnen hier eine Generation, zu der ich gehöre. Damals ist man an einen Ort gegangen, wo man glaubte, tolle Musik zu hören. Und wenn die Musik richtig gut war, die Stimmung richtig gut war, dann hat man sein Feuerzeug hochgehalten und war froh, mit den gleichen Leuten am gleichen Ort zu sein. Das ist etwas, was heute ganz anders gesehen wird. Sie können in der Grafik nochmal sehen, dass man sehr ironisiert damit umgeht. Das eine Motiv von Dylan Kenzie, Milton Glaser 1967, auf der anderen Seite ein Zitat sozusagen von Business Blue, Bloomberg Business Week, eine sozusagen Retro-Reminiszenz, die wenige verstehen, aber die sehr deutlich macht, dass das Retro-Design durchaus Spaß macht, eine Bedeutung hat. Und man sieht ja auch deutlich, dass die Haare allmählich vom Kopf auf das Kinn gewandert sind und durchaus einen Zeitrhythmus darstellen. Aber wie sehen eigentlich Leute aus, die eben nicht mehr das Feuerzeug dabei haben, sondern ein Smartphone dabei haben? Wenn die richtig gut drauf sind, dann nehmen sie ihr Smartphone hoch, machen ein Video oder ein Foto, posten das auf Facebook oder auf einer ähnlichen sozialen Plattform und sind in der ersten und zweiten Wirklichkeit. Das ist, glaube ich, die große Veränderung, statt sozusagen die reale Bezüge im Raum herzustellen, geht es plötzlich darum, Bezüge in der virtuellen Welt herzustellen. Wenn Sie diese Frau auf der rechten Seite sehen, dann ist es eine typische Early Beginnerin. Sie hat die Technologie, nicht die neueste. Sie weiß nicht, wie man damit umgeht und wahrscheinlich hat sie auch nicht die richtigen Freunde auf der Plattform. Und so müssen Sie sich heute Unternehmen vorstellen. Man ist sozusagen ganz am Anfang, das nachzuvollziehen, was Unternehmen von Privatpersonen lernen können. Und dann schauen Sie mal in die aktuelle Typografie-Szene und Sie sehen, wir haben plötzlich Gemeinschaften, die Typografie eher künstlerisch interpretieren, die anfangen, Kalligraphie als Bild anzubieten. Die Idee, dass wir hier eben den Sprung aus der Handwerklichkeit tatsächlich in den Ausstellungsbetrieb erleben, ist etwas, was man begrüßen kann, aber was nicht mehr selbstverständlich und allgemein verwendet ist. Wenn Sie sich nochmal die Werte anschauen, Bedeutung von Freiheit, Kampf um Freiheit, individueller Lebensstil, Freiheitsrechte, das ist über die Jahre geblieben. Das, was zum ersten Mal rausgekommen ist, Unabhängigkeit von Institutionen. Und wenn wir das nochmal als Leitfigur nehmen für den Wertewandel in der Gesellschaft und die Reaktion von Typografen darauf, dann sieht man, dass Freiheit eben heute ganz anders gesehen wird. Wenn Sie den Quick Response Code sehen als eine Informationseinheit, dann unterscheidet sich das eben von den klassischen typografischen Angeboten total. Die Idee, dass man im U-Bahnhof seine Lebensmittel ordert und dann nach Hause bekommt, hat eben auch etwas mit Freiheit zu tun, Zeitmanagement. Die Idee, dass man das aber aktiv machen muss, dass man dazu ein Know-how braucht, das ist das Besondere. Und dann schauen Sie in den klassischen Handel und Sie werden diese Regale vielleicht wiedererkennen. Das sind Schleckerregale. Und wenn Sie wissen, dass das überhaupt keine Schlusssituation eines Drogeriehändlers ist, sondern eine Galerieeröffnung ist, die Schleckerregale gekauft hat und das sozusagen als Kunstangebot gemacht hat, dann wissen Sie, dass eben das, was früher eher einen Nutzwert hatte, plötzlich tatsächlich künstlerisch interpretiert und hinterfragt wird. Also Konzeptkunst sozusagen als Artefakte der realen Welt.
Meine These, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist zum Thema Freiheit, dass es vor allen Dingen erstmal darum geht, aktiv zu sein und nicht etwa, wie es auch mal möglich war, abzuhauen oder sich auf die faule Haut zu legen, sondern man muss etwas tun. Freiheit benötigt Pragmatismus. Und wenn Sie in die Gesellschaft schauen, dann sehen Sie, dass spontane Mehrheiten entstehen. Dieses Bild kennen Sie höchstwahrscheinlich noch aus den Revolutionstagen in Ägypten. Netzwerktechnologien machten es möglich, eben neue Gruppen in der Gesellschaft zu Wort kommen zu lassen, nicht für Dauer. Sie wissen, dass auch die Piraten gerade dabei sind, ihren Zenit bedauerlicherweise zu überschreiten. Aber die Idee, dass man nicht erst Landesverbände oder aber typografische Gesellschaften gründen muss, um sich auszutauschen, um sozusagen Gemeinschaften zu gründen, das ist etwas, was neu ist. Und Sie sehen auch, dass sehr, sehr komplizierte rechtliche Fragen plötzlich massenfähig sind. Die Idee, dass man sich darüber austauscht, politischen Druck macht, ist etwas, was in unserer Gesellschaft mittlerweile zur Tagesordnung gehört. Und das hat etwas mit Pragmatismus und mit Aktion zu tun. Und dann lohnt es sich nochmal in die Verbreitung von interaktiven Medien bei jungen Leuten zu schauen. Sie sehen, mit 6 bis 7 Jahren sind mittlerweile 42% der Kinder, möchte man sagen, im Internet. Wenn Sie schauen, letzten Endes ab 12 Jahren sind eigentlich alle im Internet. Das ist eine andere Realität. Das verändert sozusagen die Alltagssituation. Das verändert logischerweise auch die Art, wie wir als Gestalter arbeiten. Wir sind ja hier in einem Bereich des Industriedesigns und ein ganz praktisches Beispiel. Wie verändert sich Industriedesign? Es wird modular, der Endkunde konfiguriert sozusagen, in diesem Fall diesen Turnschuh, geht auf die Internetseite von Nike ID, nimmt das Modell, was er virtuell hergestellt hat, postet das bei Facebook oder wo auch immer, holt sich die soziale Genehmigung ein, dass es ein tolles Design geworden ist, dann nimmt er diesen Datensatz, bezahlt den Turnschuh vor der Produktion. Der Datensatz geht dann nach Vietnam oder wohin auch immer. Es dauert 14 Tage, der Turnschuh kommt zurück und ein Rückgaberecht ist ausgeschlossen. Ich glaube, das ist eine andere Art von Design, das ist eine andere Art von Produktionsablauf und das ist etwas, was es seit 5 Jahren mittlerweile gibt und was deutlich macht, Klarheit in der Kommunikation, Reduktion in der Kommunikation, das ist genau die Gegenwelt zu dem, was wir gerade gesehen haben, wo jemand eine mutig als großes Bild nachmachen. Und dann schauen Sie nochmal in die wirtschaftliche Situation und Sie sehen, dass das, was für viele ein Arbeitsplatz war, dabei ist, an Bedeutung zu verlieren. Schauen Sie auf die linke Seite, unten TV, Print und Radio. Das ist das Geld, was Nike ausgegeben hat. Und dann schauen Sie in den virtuellen Bereich, Direct Marketing, Internet, Paid Search und Social Media. Und Sie sehen, dieser Bereich ist überdimensional gewachsen. Und wenn Sie vergleichen, als Sie Betriebswirtschaft gelernt haben, gucken Sie auf die rechte Seite, der Gewinn ist deutlich gestiegen, der Umsatz ist gestiegen. Das ist eine Entwicklung, die mit Sicherheit zunehmen wird und die unsere Arbeitsplätze logischerweise eher in Frage stellen wird. Und dann muss man sich die neuen Produkte von Nike anschauen und man sieht, dass man es eben nicht mehr mit der realen Welt zu tun hat, sondern mit Datenwelten zu tun hat. Wir wissen, dass Nike und Apple als ganz frühe Innovationen Chips in die Turnschuhe gegeben hat und sie ihre Laufdaten auf dem iPod speichern konnten. Mittlerweile können sie sich dieses Fuel-Band kaufen. Alle Körperdaten werden übertragen, wann auch immer sie dieses Band tragen und die Daten werden auf die Server von Nike übertragen. Sie können ihren Freunden erlauben, dann ihre Herzfrequenz im Monatsrhythmus zu sehen. Vielleicht sollten Sie das mit Ihrer Versicherung nicht machen, aber dass das deutlich wird, hier spielt plötzlich etwas anderes eine Rolle, nämlich wie viel Vertrauen gebe ich einem Unternehmen und wie lange gebe ich das Vertrauen. Und ich glaube, das ist anders, als wenn man Gestaltungswelten für Gefühle macht. Zweite These ist, dass das Thema Autonomie und Freiheit eben sehr, sehr eng zusammenkommt. Eigenverantwortung, etwas, was man gerade in der Arbeitswelt gerne delegiert hat an die Vorgesetzten oder aber dagegen protestiert hat, das kehrt tatsächlich zurück. Sie wissen, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo man länger alt als jung ist. Sie wissen auch, dass wir
pro Stunde 17 Mitglieder unserer Gesellschaft verlieren. Das heißt, der Überhang der Alten nimmt zu, gleichzeitig schrumpft unsere Gesellschaft. Wir haben in den letzten 10 Jahren 2.100.000 Jugendliche weniger als im Jahre 2000. Und es macht deutlich, dass die Verteilkämpfe erst anfangen. Eigenverantwortung, das ist etwas, was sich messen lässt, nämlich wem vertraue ich noch? Und man sieht gerade in Krisenzeiten deutlicher Rückgang bei Politik, deutlicher Rückgang bei Werbung, deutlicher Rückgang bei Wirtschaft, Zunahme bei Vertrauen bei NGOs, also Greenpeace und ähnlichen Organisationen, bei Freunden, also Leuten, die man vertraut, denen man Vertrauen schenkt, die vertraut sind, und erstaunlicherweise bei Warentests. Wenn Sie jetzt mal in die Kommunikationswelt schauen, dann sehen Sie eben, dass die geschickte Anzeigenwelt, die Welt der Emotionen, das eine ist, Sie wissen, Ergo ist die beste neue Marke, die Deutschland hat. So ist es ausgezeichnet worden von der Zeitschrift Absatzwirtschaft. Ich möchte von Menschen versichert werden, nicht von grauen Herren. Gleichzeitig sagt eine der führenden Wirtschaftszeitungen, Ergo-Manager gehen mit Zynismus gegenüber ihren Kunden die Arbeit an. Dann wissen Sie, hier ist ein Spannungsfeld, das wird immer größer. Die Leute können mehr in die Firmen reinschauen und mehr erfahren als Werbung und als klassische Emotionsmache bieten kann. Und wie funktioniert das? Relativ einfach. Sie wissen, Lebensmittelskandale gehören zum Alltag. Barcode macht es möglich. Sie sind in der Lage, rauszukriegen, wie das Huhn gefüttert wurde, was dieses Ei, was Sie in der Hand haben, jetzt habe ich den Satz vergessen, also wie hat das Huhn Futter verdaut und gegessen, ist es vielleicht dioxinhaltig, und das können Sie überprüfen, indem Sie den Code auf dem Ei in Ihr Handy eingeben und haben die gesamte Wertschöpfungskette dann auf dem Display. Was bedeutet das für Typografen? Eine ganz typische Gegenreaktion, es geht nämlich darum, auf der einen Seite macht das, was du wirklich wünschst, also Haltung zu bewahren und sich dafür einzusetzen, dass man eben nicht arbeitet, um Geld zu verdienen, sondern letzten Endes ja auch seine Lebenszeit investiert. Und das Zweite ist, dass man versucht, eine Welt wiederzufinden, die scheinbar verloren gegangen ist, nämlich das, was im Jugendstil schon sehr populär war, die Natur, das Ornament und die Auseinandersetzung mit der nicht-digitalen Welt. Dritte These, Vertrauen ist das Schlüsselmodell sozusagen für die Freiheit. Die Idee, dass man versucht, soziale Beziehungen aufzubauen, denen man vertrauen kann, das ist das Entscheidende. Und Sie wissen, dass wir damit unmittelbar bei der Familie sind. Ich habe Ihnen hier natürlich eine Modellfamilie mitgebracht, ein Ehepaar, was nicht verheiratet ist, was sich auf dem Weltmarkt ihre Familie zusammengestellt hat. Das ist bei uns noch nicht so durchgesetzt, aber Sie können ja mal an den Bundespräsidenten denken oder an den Bürgermeister in Berlin, aber Sie können auch Herrn Seehofer mal genau in seiner Geschichte beobachten. Dann wissen Sie, dass der Familienbegriff durchaus erweitert worden ist und auch gleichzeitig zeitlich begrenzt ist. Die Idee, dass Familie etwas mit Sehnsucht zu tun hat und dass nicht alle Familie gründen können, führt einfach dazu, dass man auf Vierbeiner zurückgreift. Dieses wunderbare Exemplar hat eine eigene Yogamatte dabei und ist auch in der Lage, Frauchen auch in diesem schwierigen Umfeld zu begleiten. Also eine soziale Sehnsucht ist ganz prägend nach einer langen Phase der Individualisierung. Wenn Sie das statistisch anschauen, dann wissen Sie, Regensburg als kleinere Stadt ist mit 55,8% Single-Haushalten Europas Single-Hausstadt, Hauptstadt in Berlin, ein sehr schöner Vergleich, etwa über 110 Jahre, dann sehen Sie, letzten Endes hat sich das Verhältnis, wie Familien aufgebaut sind, praktisch umgedreht, wenn Sie sehen, dass auch in München etwa gut die Hälfte in Single-Haushalten lebt, bedeutet das ja nicht, dass man immer alleine lebt, aber dass man durchaus zwei Wohnungen hat, wenn man sich das leisten kann und sich als Individuum fühlt, was zeitweise eben Bindungen eingeht.
Und dann wird es interessant, dass soziale Nähe plötzlich im kommerziellen Bereich eine Rolle spielt. Das sind die Gründer von Airbnb, also diejenigen, die Privatwohnungen anbieten, um Urlaub zu machen. Ich glaube, das war früher technisch nicht möglich, ist nur über das Internet möglich. Und Sie wissen, dass plötzlich hier Vertrauen eine Schlüsselrolle spielt und Sie wissen auch, dass Sie Referenzen brauchen von anderen Menschen, die schon mal in dieser Wohnung waren oder aber eine Referenz sozusagen als Vermieter auf Zeit, welche Leute zu Ihnen kommen, die durchaus sozial verträglich sein müssen. Sie sehen, Vertrauen ist nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Datenbanken und Netzwerken eine große Herausforderung. Dieses hier ist ein kleiner Algorithmus. Place a Trojan, read password, phone home. Damit hat der israelische und der amerikanische Geheimdienst Siemens-Anlagen im Iran in ähnlichen Regionen lahmgelegt, also ein Störprogramm sozusagen. Sie wissen, jeder kann mit einem USB-Stick diese Programme in Firmen implementieren und das bedeutet, dass plötzlich Mitarbeiter eben Vertrauen in ihre Firma brauchen und die Firma braucht Vertrauen in die Mitarbeiter. Bringen wir das auf den typografischen Level, dann sehen wir, dass plötzlich etwas ganz wichtig geworden ist, nämlich authentisch zu sein. Und der Begriff authentisch zu sein, einfach zu sein, ist eben in Gemeinschaften ganz, ganz unterschiedlich interpretiert. Also wir haben unterschiedliche formale Kriterien, um zu erkennen, wem wir vertrauen können und wem nicht. Damit komme ich zur vierten These. Frei ist, wer die richtigen Tools hat. Freiheit ist eine Frage der Technik und der Typografen natürlich selbstverständlich. Ich habe ja noch Bleisatz gelernt, habe noch die Hellrechner kennenlernen dürfen und die kleinen Fotomaschinen. Wir haben vorhin über Composing-Satz noch gesprochen, das ist natürlich sozusagen Steinzeit. Aber Technik als Inbegriff der Veränderung zu sehen, immer wieder zu sehen, dass es letzten Endes nicht mehr eine Verteilsituation von Informationen ist, sondern dass der Einzelne die Erdbevölkerung informieren kann. Sie kennen dieses Bild alle aus der Presse. Bin Laden wurde getötet. Jemand, der das gesehen hat, gar nicht wusste, was passiert, hat es getwittert. Das ist dann sozusagen in die Weltöffentlichkeit gekommen, vor allen Dingen durch die politische Opposition von Obama. Und es hat Stunden gedauert, bevor der mächtigste Mann der Welt die Nachricht selber verkündet hat. Da war die Nachricht schon durchaus im Umlauf. Die Idee, dass die Macht nicht mehr von einzelnen Leuten ausgeht, sondern von vielen Leuten aussieht, kann man natürlich sehr gut sehen, wenn man in die Unterhaltungsbranche guckt. Adele bei der Grammy-Verleihung hat 35.000 Twitter-Eintragungen pro Minute gehabt. Wenn Sie sich erinnern, die Umarmung von Obama mit seiner Frau nach dem Wahlsieg hat mittlerweile annähernd 800 Millionen, glaube ich, Tweets oder Retweets gehabt. Dann wissen Sie, dass die Medienleistung von vielen ausgeht und immer wieder in kleinen Gruppen zur Kenntnis genommen wird. Und dann schauen Sie mal an, wie sich Medienverhalten verändert und seien Sie mal ganz ehrlich, wenn Sie mit einem bestimmten Medium aufgewachsen sind, dann versuchen Sie so lange wie möglich in diesem Medienkanal zu bleiben. Ich selber habe alle Kindles dieser Welt, ich liebe Bücher noch auf Papier, aber das hat einfach was mit meiner Prägung zu tun. Wenn Sie mal statistisch ansehen, wie das Verhalten in Deutschland ist von Facebook-Usern, dann sehen Sie, mit 34 gibt es plötzlich praktisch eine Halbierung der Präsenz auf Facebook. Und das sind sozusagen die Leute, die mit Web 1 groß geworden sind, die Blogs lesen, Blogs schreiben, aber die nicht im Web 2, nicht auf den sozialen Plattformen so aktiv sind. Leute in meinem Alter gerade noch zu 4%, ich glaube, das macht auch deutlich, hier gibt es unterschiedliche Welten, die definitiv anders sich organisieren und sich anders miteinander austauschen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen etwas, was außerordentlich schwierig ist für Gestalter, die mit Auftraggebern zu tun haben, weil die Auftraggeber meistens über 34 alt sind und natürlich ihre Welt als die einzig wahre Welt ansehen und genau diese Welt repräsentiert haben wollen und die Regeln dieser Welt auch umgesetzt haben wollen. Und das ist gerade für jüngere Gestalter und Gestalterinnen außerordentlich schwierig, weil sie hier sozusagen gegen
einen Widerstand anlaufen, den sie erstmal gar nicht sehen, was einfach mit Macht zu tun hat, nämlich derjenige, der das entscheidet, ob das ein guter Entwurf ist, müsste umlernen und bevor er das tut, findet er eher den Entwurf relativ zweifelhaft. Und wenn Sie sehen, dass diese soziale Interaktion anfängt, das ist ja noch eine ganz junge Art der Alltagskultur, dann lohnt es sich in die USA schauen. Blippi ist eine von mir sehr geschätzte Internetplattform. Hier können Sie Ihre Transaktionsdaten, also das Bezahlen bei iTunes, bei Amazon, bei Zappos, bei Visa und Mastercard posten. Das passiert automatisch in dem Moment, wo Sie bezahlen. Ihre Freunde sehen, was sie gekauft haben und anschließend fängt man darüber an, sich zu unterhalten, ob das ein guter Kauf war, ob es vielleicht was Besseres gibt. Also das, was sie normalerweise in der analogen Welt auch machen, nur dass sie beide Welten zusammenziehen. Und das ist für Leute, die mit diesen Technologien aufwachsen und juristisch nicht daran gehindert werden, durchaus ein Freizeitvergnügen. Das ist etwas, was bei uns mit Verlust von Privatsphäre zusammengeht. Wenn Sie überlegen, das mobiles Bezahlen das große Thema für das nächste und die nächsten Jahre sein wird, dann müssen Sie sich vorstellen, dass in den USA bei Starbucks 2 Millionen Transaktionen über das Smartphone gemacht werden pro Woche. Also die Leute bezahlen ihr Kaffee mit einem Handy. Auch das ist noch relativ, sagen wir, fremd für uns. Wenn wir das mal runterbrechen in die Gestaltung, dann sind wir gerade dabei, dass etablierte Printprodukte versuchen, einfach PDFs auf die neuen Lesegeräte zu bringen, mit einer Typografie, die für Papier gedacht sind und nicht für diese Lesegeräte gedacht sind. Und ich glaube, das ist eine wirkliche Herausforderung. Und wenn Sie sehen, dass es natürlich aktive Widerstandslinien gibt, dann ist dieses Spiel auf der einen Seite Technik souverän zu nutzen und zurückzugehen in eine Retro-Welt, durchaus etwas, was mit einer Jugendkultur ganz gut in Verbindung zu bringen ist. Also eine Kombination von 2 Ansätzen, die sich total widersprechen scheinen, aber als eigene Kultur zu verkaufen. 5. These, frei ist, wer selektieren kann. Freiheit resultiert aus Flow Control, also mit der Überfülle der Möglichkeiten umzugehen. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass man früher Mode gekauft hat, um adrett auszusehen, ansprechend auszusehen, wissen Sie, dass Sie natürlich heute erstmal ins Fitnesscenter gehen müssen, um überhaupt Mode kaufen zu dürfen. Diese Idee, dass der Körper eigentlich unsere Gestaltungsmasse ist, die wir in Form bringen müssen, hat sich über die Jahre entwickelt. Sie wissen, das ist eine Mit-70erin, die ich Ihnen da gerade zeige. In den 70er Jahren waren 25% der Frauen unzufrieden mit ihrem Körper. Heute sind es 92%, Anwesende natürlich ausgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, bei Männern ist es nicht viel anders. Männer sind langsamer. Männer sind im Moment ungefähr bei 70% Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Also eine zusätzliche Herausforderung, wenn Sie sich mal anschauen, wie sieht es eigentlich in den Krankheitsbildern aus, dann sehen wir haben plötzlich etwas ganz anderes, was ganz Neues, nämlich die psychische Erkrankung, die unter Burnout im Moment gut vermarktet wird. Das ist mittlerweile an Platz 3. Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese Krankheit in Anführungszeichen durchaus weiter zunehmen wird, dann wissen Sie, dass plötzlich die Sehnsucht, auf den eigenen Körper zurückzugehen und mit dem eigenen Körper wieder in Einklang zu kommen, durchaus eine Reaktion auf die virtuelle Arbeitswelt ist und auf die Überforderung durch permanente Information. Wenn Sie das jetzt mal runterbrechen in den Bereich der Typografie, dann sehen Sie, dass plötzlich etwas in dem Konsumentenmarkt attraktiv ist, was man früher sozusagen noch nicht mal als Grippe den Kunden gezeigt hätte. Die Idee, dass das Händische geradezu eine Kultqualität hat, kann man am besten interpretieren, wenn man weiß, dass eben eine bestimmte Art von digitaler Dauerpräsenz etwas ist, was nach Ausgleich sucht. Und die Idee, dass wir eine Umgebung haben wollen, wo Typografie eine neue Aufgabe hat, die auf der einen Seite unterhaltend ist, aber auch gleichzeitig informierend ist, dass die Typografie selber eben die Printoberflächen verlässt und in den Raum geht, das ist etwas, was Typografen mit Sicherheit eher erfreut als beängstigt. Damit komme ich zur letzten These. Frei ist,
der der Optimierungsfalle entgeht. Freiheit braucht situative Intelligenz. Ich glaube, das ist das Interessante. Was mache ich in welcher Situation, mit welchen Kunden auf gut Deutsch? Wenn Sie mal sich vorstellen, wo stehen wir denn im Moment, dann wissen Sie, dass die Finanzbranche natürlich den Maßstab vorgelegt hat. 10,8 Millisekunden dauert es, um einen Aktienkauf, einen Notenkauf abzuwickeln und bestätigt zu kriegen zwischen Frankfurt und London. Das können natürlich nur Maschinen machen, das ist völlig klar. Hier gibt es keine menschliche Arbeitskraft mehr. In dem Moment, wo Sie es schaffen, auf 10,7 Millisekunden Ihre Geschwindigkeit zu beschleunigen, werden Sie immer gewinnen, ob Sie kaufen oder verkaufen. Das ist die Realität des Highspeed-Handels. Das ist etwas, was sozusagen unsere Wirtschaft durchaus verändern wird. Und dann schauen Sie in die mathematische Vereinbarung, die global im letzten Jahr abgeschlossen worden ist. Wie sieht das Internet aus, was wir heute zur Verfügung haben? Das ist das Internet der Dinge. 600 Milliarden Internetadressen pro Quadratmillimeter der Erdoberfläche. Das ist die berühmte Geschichte, dass die Gurke aus ihrem Kühlschrank sie anruft, ihnen mitteilt, dass sie überprüft hat, dass sie keinen Ehehack hat und dass sie jetzt nach Hause kommen können und einen Gurkensalat essen können. Also jedes Produkt kriegt von der Produktion bis zum Recyceln eine eigene Internetadresse, solange dieses Produkt in irgendeiner Weise relevant ist. Und wenn Sie überlegen, dass wir heute auch schon unsere Hunde geschippt haben, mit einem kleinen RFID-Chip, dass unsere Pässe geschippt sind, dann haben Sie allmählich so ein Gefühl, es geht allmählich in diese Richtung. Rein technisch gesehen ist es mittlerweile vereinbart. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sehen muss, wo im Moment sozusagen die Kämpfe ausgetragen werden. Es ist eben nicht mehr die klassische analoge Welt, sondern es ist eben viel, viel mehr die digitale Welt. Und diese Idee, dass Schrift eine neue Bedeutung kriegt, dass Information eine neue Bedeutung kriegt und dass wir uns einstellen müssen auf Prozesse, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Denn die Idee, eine Haltung zu haben und antworten zu können, je nachdem, wie man belastet wird, das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, das ist eben nicht mehr allgemein verbindlich, sondern das wird in Gruppen ausgehandelt. Und es ist durchaus spannend, in verschiedenen Gruppen zu sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, heute Abend bei Ihnen zu sein.